Herzlich willkommen. Ja. Die Frau Holländer vom Café Kehr. Ja. Wir sind kein Verein, darum ist das vielleicht auch ein bisschen schwer zu erraten. Wir sind eine Initiative. Das Café Kehr ist 2017 aus einem Projekt von Engagementlotsen entstanden. Es besteht nun schon seit 7 Jahren. Das Café Kehr ist ein Café für Menschen mit Demenz. Es findet jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 14.30 Uhr bis 17 Uhr im Seniorenbegegnungszentrum statt. Ein sehr engagiertes Team aus 6 Senioren und dem ausgebildeten Senioren- und Demenzbegleitern gestaltet das Café Kehr. Gestern war ja Welt-Alzheimer-Tag. Umso schöner ist es, dass wir heute hier einen Stand haben und ein bisschen auf dieses Thema Demenz aufmerksam machen können. Demenz mit ihren weitreichenden Folgen ist eine gesellschaftliche Herausforderung. Wir wollen das Thema Demenz enttabuisieren. Wir wollen für die Thematik sensibilisieren und Solidarität vor Ort schaffen. Der Besuch des Café Kehrs ist für unsere Gäste kostenfrei. Von der Stadt bekommen wir die Räume des Seniorenbegegnungszentrums zur Verfügung gestellt. Was machen wir nun dort im Café Kehr? Wie schon die Stichworte sagen, wir singen, wir spielen, wir tauschen Erinnerungen aus. Kaffee trinken und Kuchen essen ist ein zentraler Punkt, weil am Kaffeetisch die besten Gespräche stattfinden. Wir begegnen unseren Gästen mit Respekt und Humor und Angehörige können zu uns kommen, wir können beraten. Und uns geht es darum, die Angehörigen mit unserem Angebot ein klein wenig zu entlasten. Hier bei unserem Infostand haben wir 2 Stationen des Demenzparcours aufgebaut. Diese 2 Stationen dienen nicht, Demenz zu diagnostizieren, sondern sie können sich einfach mal ausprobieren und sich ein bisschen in die Welt eines an Demenz erkrankten Menschen hineinzuversetzen. Und einfach mal versuchen, ein bisschen Empathie für diese Menschen zu entwickeln. Noch eins, unser Team ist überaltert. Außer dem einen Herrn, den wir im Team haben, der noch keine 70 ist, sind wir alle über 70. Und der Herr Schumacher redet ja immer von Mitmachmenschen, auch in seinem Podcast. Wir freuen uns über etwas noch jüngere Mitmachmenschen. Dankeschön. Ganz kurz noch, Friederun. Ja. Wie kommt man zu euch? Also wie ist das? Also nicht mit der Bahn, das meine ich jetzt nicht, sondern wer kann zu euch kommen? Ja, es können alle zu uns kommen. Das Angebot ist kostenfrei für unsere Gäste. Wir haben einen Flyer, da ist eine Telefonnummer drauf. Man kann anrufen. Anmeldung. Aber man kann auch einfach mal vorbeikommen und reinschnuppern und mal schauen, wäre das vielleicht etwas für unseren Angehörigen. Danke. Vielen, vielen, vielen Dank. Café Kehr. Wertvolle Arbeit hier für uns in Friedberg.